mal im Stadtleben von Wiesbaden. Ja, ist okay, ich bleibe hier. Also, das Stadtleben, glaube ich, eine ganz außergewöhnliche. Eine der ganz großen Veranstaltungen, tolle Persönlichkeiten kommen in die Stadt. Und vor allen Dingen ist es auch eine Möglichkeit, dass sich Wiesbaden als sportliche Stadt, als Sportstadt darstellt. Und das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Sind Sie zum ersten Mal auf dem Ball des Sports? Das zweite Mal. Ich war früher nicht dabei, ich fühlte mich auch nicht so richtig dazu eingeladen oder eingebunden auf den Bowling Green, aber als ich hörte, das RMCC würde fertig sein, letztes Jahr war ich erstmal dabei. Ich glaube, ich werde jetzt auch Power Gast werden. Sehr schön. Ja, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend und danken für das Interview. Dankeschön. Herr Steinbauer, schön, ja. Sie heute begrüßen zu dürfen. Herzlich gerne. Welche Rolle spielt der Förderverein im Rahmen dieser ganzen Veranstaltungsreihe Ball des Sports, Sektnacht, Wochenende voll von Sport in Wiesbaden? Ja, der Förderverein unterstützt natürlich die Deutsche Sporthilfe. Wir haben dieses Jahr 3 Veranstaltungen durchgeführt. Die erste Veranstaltung war der Abend bei Henkel mit Joey Kelly auf der Henkel-Sektnacht. Am nächsten Tag, also heute Morgen, der Energy Run. Mit über 600 Teilnehmern. Joey Kelly war dabei. Überraschungsgast war noch heute Johannes B. Kerner. Wir hatten einen super tollen Lauf. Das Wetter war trocken vom Anfang bis zum Ende. Das war eine sensationelle Situation, die wir heute hatten. Und der Förderverein präsentiert sich heute Abend auf dem Ball des Sports mit einer fast 100 Quadratmeter großen Förderverein-Lounge, wo wir Britta als Hauptsponsor haben. Wir haben Tischkicker hier. Wir haben Henkel als Sponsor hier auf der Fläche mit Menger Krug. Eine tolle Situation. Die Lounge ist gut gefüllt. Wir hatten eben gerade alle Politiker hier. Das heißt, dass wir sehr gut reputiert sind, auch für den Ball des Sports. Wir sammeln hier Geld für die Deutsche Sporthilfe. Haben uns vorgenommen, 100.000 Euro dieses Jahr für die Sporthilfe zu generieren. Wir sind auf einem guten Weg. Ich denke, dass wir das dieses Jahr schaffen werden. Energy Run war Part 1, Part 2 ist der Midsummer Run. Und mit solchen tollen Läufern wie Joey Kelly oder Johannes B. Kerner, vielleicht läuft auch Patrick Lange mit dieses Jahr, dann werden wir eine tolle Show haben dieses Jahr. Am 19.06. Energy, Midsummer Run vom Schlossplatz bis zum Schlossplatz. Sehr gut. Und für Sie ganz persönlich als Wiesbadener, welche Rolle hat dieses ganze... Die ganze Eventreihe. Also der Ball des Sports und alles, was damit zusammenhängt, ist natürlich für die Stadt Wiesbaden insofern wichtig, weil es über die Grenzen des Rhein-Main-Gebietes raus bundesweite Aufmerksamkeit generiert. Wir reden jetzt nicht von Umwegeffekten, wir reden nicht von Geld, wir reden nicht von theoretischen Millionen, die generiert werden, sondern das Rhein-Main-Kongresscenter wird als Kongresscenter wahrgenommen, die Landeshauptstadt Wiesbaden wird als Landeshauptstadt wahrgenommen und der Sport hat in Wiesbaden Einzug gefunden. Das ist das, was wir jetzt an diesem Wochenende feststellen können. Ja, es bleibt zu hoffen, dass eben noch weiter nachgegangen wird und, das Ganze sich natürlich noch weiter entfalten kann. Bis 2021 auf jeden Fall. Danach wird die Politik entscheiden. Wir würden uns freuen, vom Förderverein weiter Gelder für die Sporthilfe, für den Spitzensport, aber auch für den Breitensport zu generieren. Dafür haben wir die Laufveranstaltung, dafür haben wir auch die Lounge und dafür haben wir die Partnerschaft zur Deutschen Sporthilfe. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank für das. Herzlichen Dank. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Herr Gehrig, schön, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Wie gefällt Ihnen das, Ball des Sports zu sein? Naja, Ball des Sports ist das erste Mal in der komplett fertiggestellten Halle. Ist natürlich noch mal was anderes als letztes Jahr zum Pre-Opening. Da war es ja alles ein bisschen gemütlich, kuschelig, warm. Eine ganz besondere Atmosphäre. Glückwunsch an die Deutsche Sporthilfe, die es gelungen, der es wieder mal gelungen ist, eine ganz besondere Atmosphäre in dieses Haus zu zaubern. Ich kenne das Haus jetzt fast ein Jahr, habe es in vielen Situationen erlebt, aber sowas wie heute Abend ist schon einmalig. Und welches persönliche Verhältnis haben Sie zu dieser Veranstaltung, zur Deutschen Sporthilfe? Ja, zunächst mal kenne ich natürlich einige Wiesbadener Sportler, die von der Förderung durch die Deutsche Sporthilfe profitieren. Und wenn man sich mit denen mal unterhält, sind das alles Sportlerinnen und Sportler, die eben in einer sportlichen Nischensportart unterwegs sind, die von ihrem Sport nicht leben können. Und die könnten ihre Karriere nicht ausbauen, wenn es die Förderung durch die Deutsche Sporthilfe nicht gäbe. Und die Deutsche Sporthilfe braucht Leuchttürme wie diesen heute Abend hier, um einfach national und international Aufmerksamkeit zu erregen. Und es ist einfach eine wunderbare Sache, dass die größte
Sport-Benefits-Veranstaltung Europas hier bei uns in der Landeshauptstadt Wiesbaden stattfindet. Da kann man nur sagen, danke Deutsche Sporthilfe und Glückwunsch allen Sportlerinnen und Sportlern, die davon profitieren. Das sicherlich, ja. Wir drücken die Daumen für alle weiteren erworbenen Fördermittel und weiteren Veranstaltungen hier in der Landeshauptstadt. Was gab es denn Gutes zu essen für die Leute, die leider nicht teilnehmen konnten? Es gab ein ganz wunderbares Dreigangmenü. Da war eine ganz tolle Mischung von einer veganen Vorspeise bis zu einem Hauptgang mit Rinderbäckchen und Rinderfilet und eine tolle Nachspeise, tolle Variationen. Wir hatten bei der Vorspeise etwas mit einem Rote Bete Tartar mit einem Meerrettich-Eis, also eine Kombination, die kannte ich bisher auch noch nicht. Nein, sicher nicht. Wenn man es gelesen hat, war ich mir auch nicht sicher, ob mir das wohl schmecken würde, aber da hat sich das Catering hier im Haus wirklich was Tolles einfallen lassen. War klasse, hat geschmeckt und satt gemacht. Das freut uns. Vielen lieben Dank für die Antwort und jetzt ein kurzen Tag und viel Spaß noch heute. Ausgesprochen gerne, Ihnen auch noch viel Spaß. Dankeschön.